scheint es erstmal bisher nichts Spannendes zu geben. Da unten nur eine kleine Kiste. Schauen wir mal. Ein Bleirohr und ein Finanzklemmbrett. Naja, das würde mir jetzt erstmal nur Platz wegnehmen. Deswegen... Da lang müssen wir. Komm, Boon, nicht da einfach so rumtrödeln. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. So, oh ja. Sieht jetzt hier so ein bisschen Resident Evil mäßig aus. Was haben wir jetzt hier? Eine Brille! Yay! Ein Klemmbrett. Was bringen diese Klemmbretter eigentlich? Nichts, oder? Die Metallkiste, die ist leer. Noch eine, die leer ist. Gut, da hatten wir jetzt kein Glück. Aber hier ist schon die nächste Tür. Und da ist auch unser verrückter Wissenschaftler mit einer 10mm Knarre im Anschlag. Hey, Mann! Oder beziehungsweise in der Tasche. Und er heißt Fantastic. Warum denke ich gerade an meinen guten Freund Bernhard Fantastic? Wer zum Teufel bist du? Haben sie dich geschickt, um mich zu ersetzen? Ich soll ersetzt werden, stimmt's? Beruhigen Sie sich, ich bin nicht hier, um Sie zu ersetzen. Das stimmt, ich bin wegen Ihres Jobs hier. Warum machen Sie sich Sorgen darüber, ersetzt zu werden? Na, das klingt doch nicht schlecht. Besorgt? Wirke ich auf dich etwa besorgt? Ich habe alles unter Kontrolle, Mann. Niemand außer mir kann tun, was ich hier leiste. Ja, logische Frage, was leistest du? Na was wohl? Ich bin der Boss, die ganze Operation hängt von mir ab. Kein Fantastic, kein Strom. Die RNK ist auf mich angewiesen. Geiles Gefühl. Aha. Okay, der Kerl ist auf alle Fälle von sich überzeugt. Was wollen Sie eigentlich erreichen? Tja, sieh mal, wir haben Strom, weil Fantastic die Dinge hier regelt. Aber die Spiegel draußen sind nicht richtig eingestellt und arbeiten nur mit 1% Effizienz. Und es gibt sicher Idioten, denen das zu wenig ist. Das Problem ist, dass die meisten Dinge vom Turm aus gesteuert werden und nicht von hier aus. Und dort gibt's ein Vorkriegssicherheitssystem, das die RNK-Deppen bei der Übernahme ausgelöst haben. 2 Tote. Jetzt traut sich keiner mehr hin. Sie hätten gerne, dass ich Omelette mache, aber ich kriege die Eier nicht aufgeschlagen, die sie mir dafür geben. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also im Eieraufschlagen kenne ich mich natürlich aus. So, ja, wie würde man die Spiegel neu ausrichten? Da draußen gibt es 2 Terminals. Mit denen werden die Spiegel kontrolliert. Ich wollte damit rumspielen, aber weit bin ich nicht gekommen. Die müssten mit dem Zentralrechner im Turm verbunden werden. Der Rest lässt sich von hier aus regeln. Schätze ich mal. Aber hört sich cool an, oder? Hey, du willst doch nicht wirklich dort drauf, oder? Na klar, ich bin ein taffer Hund und tue das jetzt. Okay, wenn du beim Hauptrechner bist, tu dir selbst einen Gefallen und achte darauf, dass du den Strom dorthin leitest, wo er hin soll. Der Strom muss zum Strip und zu McCarran. Warum sollte der Strom zum Strip und nach McCarran geleitet werden? Weil ich bezahlt werde, deshalb. Pro Kilowattstunde, was immer das auch sein mag. Die RNK will den Strom dort haben, also will ich das auch. Aber wenn du das erledigst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Fantastics kleiner Helfer. Auf meinen Ruf kannst du bauen. Kleiner Helfer? Obwohl das schon wieder so aussieht, dass ich hier die ganze Arbeit machen muss. Naja, was genau machen sie eigentlich? Scheiße, Mann. Alles. Knöpfe drücken, Räder drehen, Zahlen lesen. Manchmal denke ich mir kleine Geschichten mit den Zahlen aus. Einmal habe ich mir vorgestellt, die Zahlen seien ein Code, der in eine Vault mit lauter nackten Weibern führt. Alter, wie cool wäre das denn? Ja, Mann, das wäre ja voll der Hit. Oh mein Gott. Sie haben also keine Ahnung, was Sie hier eigentlich machen. Nein, Mann. Ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß nur nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Da drüben wird der Strom für dieses Gebäude geregelt. Die Station ist mit dem Computernetzwerk verbunden. Dieser große Knopf da macht eigenartige Geräusche. Aus dem Schlitz dort schlagen Funken, wenn du Sachen reinsteckst. Und ich lerne jeden Tag mehr. Ja, Fantastics kleine Bastelstunde. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Das war einfach, Mann. Sie gingen von Tür zu Tür und fragten, ob jemand einen Wissenschaftler kennt. Ich erklärte ihnen, dass ihre Suche ein Ende hat. Sie fragten mich, ob ich mich mit Kraftwerken auskenne. Ich sagte, dass hier keiner besser darüber Bescheid weiß. Sie fragten, wie viel ich mit theoretischer Physik am Hut habe. Ich meinte, ich hätte theoretisch schon mein Diplom. Sie sagten, willkommen an Bord. Okay, das klingt natürlich nach einem sehr eindrucksvollen Auftreten, nach einem sehr kompetenten Fachwissen, nach einer sehr studifizierten Kraft. Aber alles, was sie bekamen, war fantastic. So, das war's hier soweit, oder? Jo, auf Wiedersehen.
Hier, das wird dir helfen. Ein Passwort für eines der Terminals draußen. War auf eine Toilettenwand gekritzelt. Ja, da hebt man natürlich Passwörter auf. An der Toilettenwand, ganz klar. Gut, okay. Das heißt, wir müssen jetzt da draußen die Solardinger neu ausrichten. Aber vorher schauen wir natürlich uns hier noch mal ein bisschen um, was wir hier noch so alles Schönes finden. Milchflasche, ein paar Kaffeetassen, ja, ein Telefon, ein Kalender, ein Bettchen, das brauche ich aber gerade nicht. Ein kleines versenktes Buch. Ist jetzt alles hier nicht so wirklich spannend. Hey Mann! So, muss jetzt hier lang. Oh, wen haben wir denn da? Noch ein Wissenschaftler. Ignacio Rivas. Es ist ungewöhnlich, hier ein neues Gesicht zu sehen. Sind Sie Soldat oder Wissenschaftler? Ich bin ein Soldat. Ich habe rein wissenschaftliches Interesse an diesem Ort. Mehr ein Herumtreiber. Das geht Sie nichts an. Ja, wir bleiben bei der Wahrheit. Wir sind ein Herumtreiber. Ich verstehe. Dann müssen Sie hier besondere Geschäfte haben, wenn man Sie durchgelassen hat. Sie suchen nach Hilfe, um das Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Das geht nur mich was an. Nicht wirklich. Ich bin einfach nur hereingestolpert. Ja, natürlich geben wir an, dass uns die RNK angeworben hat. Interessant. Doch bitte verzeihen Sie meine Neugier. Gehören Sie zu einer bestimmten Gruppe? So, eingefleischter Junggeselle. Es wird wohl lustiger, wenn wir das geheim halten. Außerdem bin ich mehr an Ihnen interessiert. Oh mein Gott. Sprache. Soweit ich weiß, können Sie mich für meine Verbindungen töten lassen. Zu wem gehören Sie? Meine Treue gilt nur mir selbst. Ich muss nur wissen, was nötig ist, um den Frieden zu erhalten. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal aus Jux den eingefleischten Junggeselle. Das stimmt. Tut mir leid. Dieser Idiot nebenan nervt mich ganz einfach. Ich war mal lustiger. Aber ich bin noch mit Leidenschaft bei der Arbeit. Sonst wäre ich nicht hier. Ich gehöre zu den Anhängern der Apokalypse. Was ist mit Ihnen? Ich möchte, was Sie möchten. Meine wahre Treue gilt nur mir selbst. Ich muss nur wissen, was nötig ist, um den Frieden zu erhalten. Ja, wir sind ehrlich, unsere Treue gehört nur uns selbst. Dann hoffe ich im Interesse aller, dass Sie einem würdigen Meister dienen. Bringen Sie Krieg oder Frieden? Ich bringe Frieden. Ich bringe Krieg. Ich versuche nicht hineingezogen zu werden. Oh, das klingt gut. Ah, aber das lässt sich nicht vermeiden. Sie können der Wahl nur eine begrenzte Zeit lang davonlaufen. Nehmen wir doch mal das jetzt. Sie stehen in einer Anlage mit verschollener Technologie, die teilweise sehr gefährlich ist. Wenn Sie jetzt nicht sofort umdrehen und verschwinden, werden Sie in das Leben von Menschen verwickelt, die Sie nicht einmal getroffen haben. Was sollte dieser Ort denn noch mehr sein als ein Kraftwerk? Die RNK hat mich gebeten, dabei zu helfen, den Stromausstoß des Kraftwerks zu verbessern. Warum sind Sie hier? Erzählen Sie mir mehr über die Anhänger der Apokalypse. Ja, die beiden Sachen sind sehr interessant. Ja, wir fragen erstmal nach dem Kraftwerk. Ich bin nicht ganz sicher. Nach unseren Aufzeichnungen beschäftigte sich die Erbauerfirma nicht nur mit Energie, sondern auch mit Waffen. Und ich habe hier Ausrüstung gesehen, die mit Symbolen des Vorkriegsmilitärs gekennzeichnet war. Zielcomputer, Erschütterungssensoren. In den gesichteten Papieren taucht immer wieder ein Codewort auf. Archimedes. Archimedes. Sie glauben, dass Archimedes hier eine gebaute Waffe ist? Ja, und die Technologie in dieser Anlage gleicht nichts, was ich je gesehen habe. Einiges erinnert an die Enklave, ist aber fortschrittlicher. Eine darauf basierende Waffe wäre eine Katastrophe, egal in welchen Händen. Kein Wunder, dass die Bruderschaft sie nicht aufgeben wollte. Die stillende Bruderschaft weiß von Archimedes. Die RNK hat mich gebeten, dabei zu helfen. Also, das hatten wir ja schon. Gut, dann fragen wir erstmal Oberes. Sie waren nicht hier, damit ich Sie fragen konnte. Und ich bezweifle, dass Sie wegen Elektrizität hier waren. Als die RNK erstmals ankamen, hatte die Bruderschaft die Kontrolle. Normalerweise machen sie einen Bogen umeinander. Aber etwas hier änderte das. Das Interesse der Bruderschaft an Vorkriegstechnologie dreht sich immer um Waffen. Wahrscheinlich wollten sie Archimedes übernehmen, als die RNK kam. Okay, gut. Die RNK weiß nichts von der Waffe? Noch nicht. Durch irgendein Wunder haben sie einen Idioten damit beauftragt, die Systeme hier zu entschlüsseln. Er hat monatelang über eine Konsole versucht, die Solarreflektoren zur Verfolgung der Sonne zu bringen. Er wusste nicht, dass diese Konsole nur für die Steuerung der Sprechanlage zuständig ist. Ich wollte es ihm sagen. Aber er bestand darauf, dass die größte Konsole auch die wichtigste sein muss. Aber es ist nur eine Frage der Zeit.
Okay, das heißt, dieser Trottel nebenan stört die ganze Zeit nur die Sprechanlage und kommt sich dabei wie Mr. Universe vor. Facepalm. Okay, erzählen Sie mir mehr über die Anhänger der Apokalypse. Die Menschheit hat nach dem Krieg viele Dinge verloren. Landwirtschaftliche Methoden, Überlebenstechniken. Wir haben es uns auferlegt, dieses Wissen zu sammeln und den Menschen zurückzubringen. Sprechen Sie weiter. Anderes ging nicht verloren, wurde aber in unserem Kollektivgedächtnis blockiert. Das Wissen über unser Können und wie Dinge unkontrollierbar werden. Es liegt in unserer Natur, Dinge vergessen zu wollen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Anhänger durch das Ödland ziehen und die Leute daran erinnern. Warum sind sie... Ach genau. Arbeiten die Anhänger mit der RNK zusammen? Wo haben die Anhänger hier ihren Stützpunkt? Das taten wir eine Zeit lang. Aber unsere Ziele unterscheiden sich. Die RNK will nur Reichtum und Einfluss ausbauen. Für uns sind Territorialgrenzen bedeutungslos. Und Wohlstand muss für alle sein. Nicht nur für Bürger der RNK. Also war die Trennung vorherbestimmt. Während die RNK nach Osten drängt, räumen wir das hinterlassene Chaos auf und versuchen, Stabilität zu bringen. So, wo haben die Anhänger hier ihren Stützpunkt? Wir leben überwiegend verstreut. Wir gehen dorthin, wo wir am dringendsten benötigt werden. Unsere größte Präsenz ist in Freeside, im Old Mormon Fort. Ansonsten weiß ich, dass Dr. Yuzanagi eine Praxis in der Nähe der kaminroten Karawane eröffnet hat. Auch im Aerotech-Gebäude ist jemand von uns. Ein weiterer Mann, Tom Anderson, untersuchte die problematische Wasserversorgung in Westside. Aber das ist schon etwas her. Okay, das heißt, wir sollten dort auf alle Fälle mal vorbeischauen. Ich meine, im Old Mormon Fort kommen wir bestimmt eh nochmal vorbei. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Quest bei der kaminroten Karawane. So, was haben wir jetzt noch? Ah ja, die RNK hat mich gebeten, dabei zu helfen, den Stromausstoß des Kraftwerks zu verbessern. Dann würde ich mal damit anfangen. Solange der Strom dieses Kraftwerks in das Regionalnetz geht und nicht in Waffen, sind wir sicher. Wenn sie die Produktion wiederherstellen, können sie den Strom nach Belieben umleiten und niemanden stört es. Ich kann sie nicht an den Sicherheitssystemen vorbei in den Turm bringen, aber ich kann trotzdem helfen. Ich habe ein Kennwort für eines der Spiegelkontrollterminals. Das werden sie brauchen. Aha, cool, dann haben wir jetzt schon das zweite Kennwort. Wohin sollte ich den Strom umleiten? Warum sollten sie mir vertrauen? Oh, die RNK hat sicher ihre eigenen Pläne. Aber widerstehen sie dem Drang, den Strom nur an blühende Gemeinden zu schicken. Überall besteht großer Energiebedarf. Eine gleichmäßige Verteilung ist die rationalste und menschlichste Wahl. Okay, oh, plötzlich haben sich seine Augen irgendwie verändert. Voll gruselig. Okay, also sollten wir den Strom nicht nur auf den Strip leiten und an diesen anderen Ort, an den ich mich nicht erinnere, sondern einfach überall hin, wo er gebraucht wird. Das erscheint mir auch selbst viel einleuchtender, aber das wird wohl zu einer noch größeren Trennung zwischen uns und der RNK führen. Aber wie ich mittlerweile eh mitbekommen habe, kann die RNK eh keiner leiden. Warum sollten sie mir vertrauen? Ich bin ein Mann der Bücher. Das Sicherheitssystem in diesem Turm würde mich in Stücke reißen. Ich würde den Zentralrechner nie erreichen. Aber irgendwann wird das der RNK gelingen. Oder Caesar's Legion. Sie werden diesen Ort für den Krieg benutzen. Angesichts der Möglichkeit, dass sie etwas anderes tun, sind sie meine einzige Wahl. Okay, und letzte Frage. Warum sind sie hier? Ich wurde hergeschickt, als die RNK die Anlage übernommen hatte. Wir haben keine Aufzeichnungen, aber die Erbauer gaben Grund zur Sorge. Ich soll die Bedrohung durch diesen Ort ermitteln und alles nur Mögliche tun, um eine Wiederbelebung gefährlicher Vorkriegstechnologie zu verhindern. Die RNK ließ mich bleiben, da sie verzweifelt nach Antworten über diesen Ort sucht. Aber ich lasse sie im Dunkeln tappen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir hier alles fertig. Eine Menge erfahren. Tschüss. Über Archimedes. Typ E. Diagnose beendet. Beginn der Aufzeichnung. Ich bin Whitley, Forscher auf der Adams Air Force Base. Bis vor kurzem war ich Leiter des Duraframe-Verstärkungsprojekts für Kampfversion Augenbots. Okay, und das hat wohl jetzt bei Eddie einen kleinen Log aufgerufen. So, wir spielen weiter ab. Der Augenbot iBot Duraframe Typ E ist sowohl Prototyp als auch letztes funktionsfähiges Modell dieser Testreihe. Er wurde für zahlreiche wichtige Upgrades vorbereitet. Da das Projekt gestrichen wurde und alle Duraframe-Mittel in die Höllenfeuerrüstung fließen, schicke ich dieses Modell zum Navarro-Außenposten zurück. Höllenfeuerrüstung? Das klingt jetzt aber interessant.
Falls Sie dieses Log in einem unserer Enklave-Außenposten in Chicago abhören, dann reparieren Sie diese Einheit, damit sie weiter nach Navarro kann. Okay, ob die Einheit es geschafft hat, keine Ahnung, aber wir haben jetzt richtig viel erfahren. Und zwar Helios One ist wohl nicht nur ein Kraftwerk, sondern es beherbergt auch noch die gefährliche Waffe Archimedes. Und ja, da sollten wir natürlich irgendwie verhindern, dass diese in die falschen Hände gerät. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie diese Quest hier noch weitergeht. Auf alle Fälle gehört er zu den Dingsbums der Apokalypse. Und den sollten wir auch nochmal einen Besuch später abstatten. Denn vielleicht können wir uns ja diesen Leuten auch anschließen und dann auch so cool durch die Welt reisen und alle Leute irgendwie belehren. Ja, wäre doch nicht schlecht. So, ich glaube. Ui! Okay, das ist mal eine riesige Farm an Solarreflektoren. Kollektoren, oder? Solarkollektoren. Naja, ist ja jetzt auch Wurst. Auf jeden Fall sieht das hier mega geil aus. Und ja, die müssen wir ausrichten. Und ich glaube, dafür müssen wir hier rein. So, hier ist noch ein RNK-Soldat. Wer weiß schon, von wo die Legion das nächste Mal zuschlagen wird.